Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Darksiders. Ich bin es, MC Muffix. Und beim letzten Mal haben wir den werten und freundlichen Herrn Samael befreit. Jetzt übrigens habe ich dieses dumme Rätsel verstanden. Der werte Samael, unser kleiner Oberdämon, hat uns hier geholfen, da er hier gegen den Zerstörer handelt, weil er nicht die Gesellschaft des Zerstörers mag. Da lässt sich natürlich die große Frage auf, mit wem begibt sich hier der Zerstörer zusammen? Und ich denke mal, diese Frage wird uns natürlich allen nicht gefallen. Also die Antwort auf diese Frage wird uns allen nicht gefallen. Eins ist sicher, wir müssen aber diese Frage stellen, um die Antwort herauszufinden, was uns hier geschehen ist. So, schaffe ich es darüber? Jo, locker. So. Zumindest, wie gesagt, Samus erwacht und hat uns jetzt hier zum dunklen Thron geschickt. Wir haben hier Azrael getroffen, den Todesengel höchstpersönlich. Und er hat uns gesagt, damit wir hier Strada, hier den Oberdämon des Zerstörers, eliminieren können, müssen wir jetzt erstmal ihn befreien. Und ja, nachdem wir, wie gesagt, jetzt einen Teufel befreit haben, befreien wir seinen Engel. Ich meine, gleiches Recht für alle. So, jetzt müssen wir erstmal irgendwie weiterkommen, damit wir das auch in die Tat umsetzen können. Und dafür habe ich erstmal meine schöne Kette wieder. Ja, geil. Hätte ja vorhin... Was sind das für hart unnützes Zeug? Hätte ja vorher nicht machen können. Ich kann da nicht einfach rüberjumpen, gell? Das ist viel zu einfach. Jawohl doch, hätte ich echt nicht machen können. Ah. Okay. Gut, wir sind ja beim letzten Mal ein bisschen hängen geblieben, aber jetzt geht's ja eigentlich. So, schön, schön, schön. Ich da mit meinen Theorien, dass ich da auf die Türen drauf hüpfen muss. Ich mach's mir schon immer ein bisschen arg schwer. Tja, und was nun? Da bin ich dann wieder ganz am Anfang. Da, glaube ich, oder? Nein, da nicht. Cool, alles umsonst. Das ist irgendwie ein dummes Rätsel. Nein! Nein! Ah, wir haben eh schon beim letzten Mal einen Lebensbalken verloren. Weil der Maxi von der Tür zerquetschen hat lassen. Die Tür sah aber auch so einladend aus. Warte, muss ich einfach. Ach, da! Okay. Ich habe mir schon wieder ein bisschen schwerer gemacht. So, jetzt müssen wir schauen. Wir müssen einfach die Tür her. Nee, schlecht, schlecht, schlecht. Die da hinten müssen wir nämlich aufmachen. Eigentlich voll das easy Rätsel, Mann, aber man muss halt immer ein bisschen, man muss halt immer weiter als 2 cm schauen und jemanden, der immer von seiner, wo seine Nase schon immer so im Weg steht, dass er das nicht, dass er die 2 cm nicht überblicken kann, da ist das natürlich gar nicht mehr so einfach. So, aber jetzt haben wir es geschafft, Mann. Was ist eigentlich aus meinem Freund geworden hier, hallo? Azrael sagt, es gibt eine Möglichkeit, die Seelenenergie wieder in seine Kammer umzuleiten. Ich würde sagen, lass ihn verrotten. Vielleicht soll ich dich verrotten lassen. So, fighten wir mal wieder ein bisschen. Ja, genau. Als ob ich es gerochen hätte. Wer sagt, dass ich es nicht gerochen habe? Ich habe so einen Dämonen-Sensor. So, neuer Gegnertyp, oder? Was ist das? Ey, ist eine Wurst, Mann. Hauptsache, man kann es abschlachten. So. Ihr wisst ja, meine neuen Fähigkeiten habe ich ja schön abgegradet, Mann. Und jetzt habe ich auch einen neuen Move drauf. Und zwar den hier. Oh, den eigentlich nicht. Den da. Genau. Alter, wenn der mich in seine Kombi haut, könnte das echt wehtun. So, und was macht Darksiders jetzt? Weil das macht's immer, wenn ein neuer Gegnertyp vorgestellt wird. Was? Normalerweise immer, wenn Darksiders einen neuen Gegnertyp vorstellt, dann tut es immer einen Gegner draufhauen und danach tut noch mindestens 3-mal denselben Gegner, die er auf den Kopf hauen. Das macht das Spiel voll gerne. So. Oh, das ist aber lieb. Hä?
Okay, warte, das müssen wir so machen. Das muss so sein. Nicht ganz verstanden, aber geschafft ist geschafft, Mann. Oh. Nein! Alter! Krieg! Schau! Nicht nach unten schauen! Nicht nach unten schauen! Wie der sich gerade gehangelt hat, Mann! Ich mache jetzt erstmal hier einen kleinen Notstopp, Mann. Weil das war echt eine geile Aktion, Mann. Ich weiß nicht, auf einmal hat er keine Lust mehr gehabt. Was ich einfach so auf die Seite gehangelt. Whee! So. Okay. Oh, das war sehr schön. Oh, das war schon wieder so knapp. Okay! Und das mag ich immer sehr gerne, wenn das View macht. Das macht irgendwie nur die View. Aber meine, die hat auch schon ihre Tage langsam erreicht. Ah, ah. Und jetzt ist sie ganz weg. Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, Leute, wir sind wieder da nach einem kleinen sexy Spielabsturz. Ist alles wieder gut? Also, ich bin zumindest gut drauf. Ich hoffe, ihr seid es auch, Mann. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe es schon beim letzten Mal gesagt. Auch wenn ich hier ein bisschen rummeckere, Mann, dass das so schwer und schlimm ist, Mann. Es bockt sich hier richtig, Mann. Ich habe jetzt, weiß ich nicht, in 2, 3 Brüchlein höchstens habe ich jetzt hier Darksiders durch, Mann. Und ich muss echt sagen, nachdem ich am Anfang, also das erste Mal, wo ich Darksiders habe, gedacht, Alter, was ist das für ein Scheiß? Spielt sich nicht vernünftig wie God of War. Was ist denn das für ein Krempel? Da dachte ich mir mal, okay, so ein mittelmäßiges Hack-and-Slash-Spiel mit irgendwie so halbwegs okayen Rätseln. Und es hat mir jetzt richtig gepackt, Mann. Und ich bin immer noch hier heiß drauf, Mann. Es ist tricky. Also deutlich schwerer als Darksiders 2. Da werden wir dann hoffentlich nicht ganz so viele Probleme haben. Da geht es alles ein bisschen simpler mit Heiltränken und sowas, was es da alles gibt. Okay, fighten. Das ist nicht so schön. Aber, ach komm, hüpfen wir gleich in die Arena, oder? Blut und Creme. Blut und Creme. Blut und Spiele, fast dasselbe. Der Reiter ist kommt. Ich bin auch der Reiter, es kommt. Der Reiter ist kommt. Der Reiter ist kommt. Ich liebe es. So. Und ich schnetzle. Die sehen übrigens sehr himmlisch aus, wenn ich das mal sagen darf. Oh, die tut er immer echt gnadenlos umbringen. Der Reiter ist kommt. Das war der Lieblingssatz. Wenn drei Leute hinter der Katze gleichzeitig reden. Er hat mich hier gerade immer getroffen. Ich merke das nicht. Ich hab so fette Lebensbalken, Mann. Ihr könnt mir doch eh nichts machen. Und du hast ein fettes Schwert jetzt erstmal hier drin. Oh. Komm her, Buhr. Buhr! Ich gar nicht. Oh. Das ist richtig gesehen. Ich sehe nichts. Ich werde nur geschleudert. Der Reiter, es kommt! Ja, geil, Mann. Komm, 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 genau. Setzen wir erstmal dich, großen Blatt. Alter, Bahn, Mann. Ah, da kommt wieder mein Lieblingsviecher, Mann, die sich. So. Also, die erste Phase lief ja richtig gut, Mann, aber die zweite ist das Madig, Mann. Das sind wieder diese Kackviecher. Die sich warpen, also die sich nicht warpen können, aber die hüpfen können, und das finde ich gar nicht geil. Ladies and Gentlemen, der Reiter ist kommt. Okay, euch hatten wir gerade eben schon. Werdet ihr alle auf einmal so unterwüst. Okay. Also meine Dämonenform hebe ich mir definitiv noch ein bisschen auf. Die haben wir immer noch nicht abgegradet, Mann. Das wäre vielleicht gar nicht mal dumm. Aber nee. Wir haben schon das Wichtigste abgegradet, nämlich diesen Move. Und meine schönen Zorn. Meine Zornattacke hier. Na komm, schnell schnitzeln. Schnell schnitzeln! SS! So. Na, da war schon wieder einer, den hätten schnetzeln können. Die taugen mir richtig, die Gegner, Mann. Weil die gehen immer so schön kaputt. So, aber wenn der immer noch nicht sehr himmlisch aussieht, Mann. Okay. Wo ist das? Hallo.
Was sind das alles für merkwürdige... Oh, eine neue Fähigkeit. Damn, was sind das für Portale da? Oder nicht Portale, ich weiß nicht. Glasdinger, ich weiß es nicht. Ladies and Gentlemen, der Reiter ist kommt. Das ist mein Satz des Spiels. So, Leerläufer, ein magisches Delikt, das Portale erzeugt und somit eine sofortige Reise von einem Punkt zu einem anderen ermöglicht. Drücken Sie und halten Sie ZR, um ein aufgeladenes Portal zu erzeugen, das Kriegsausrüstung stark erhöht. Ach, das ist aber kacke, weil... Weil ich war jetzt richtig in meinem Kampfding drin. Jetzt muss ich glatt hier meine Pistole rausziehen. Und ich krieg sogar noch eine Fähigkeit. Unten habe ich meine Waffe. Jawohl, ja doch, ich hatte es unten irgendwas Unnützes. Okay. Portal! Okay. Oh! Um es von der Welt zu entfernen. Achso, ich kann das jetzt wieder wegnehmen. Ah, okay, dann verschwindet es. Okay. Eine sehr coole Sache. Also, Aperture Science lässt grüßen. Glasportal. Das Kriegsgeschwindigkeit stark erhöht. Okay, also, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel... Da... Falsch rum, aber... Ja! Ja, nice! Oh, warte. Die Frage ist, wenn ich das jetzt da hinhaue... Gut, da verschwindet das. Bam. So. Hä? Warte, was? Warte mal. Also Leute, das ist ja echt hammergeil, Mann. Das ist ja echt hammergeil. Okay, warte mal. Also das ist noch da, okay. Ich brauche jetzt irgendwas Explosives. Ja genau, jetzt habe ich nämlich die andere Seite dahin. Ja, Hammer. Oh. Hey, doch, ich bin noch da. Okay. Ja, Hammer, nice. Komm's her, Mann. Was? Was habt ihr auf einmal alle für malige Attacken noch? Kommst doch alle her, Mann. Ich will doch... Oh, jetzt wollte ich Leben von denen saugen hier, Mann. Verliere ich sogar Leben. Ja, okay, Leute, also mal ganz ernsthaft, ein dickes Lob an die Spieleentwickler, Mann. Ist mal wirklich, würde ich mal sagen, wirklich einzeln ist das Portal geklaut. Der hat mich gerade runtergepatscht, Mann. Oh, langweilig ist, Mann. Aber verdammt geile Idee, Mann. Also verdammt cool gemacht. So, und jetzt bitte nicht mehr unlustig sein. Okay, ich habe zwei Lebensbalken, glaube ich, jetzt hier verloren. So. Whee! Whee! Ja, so macht das Spaß, Mann. Was ist das? Sind diese Spiegel wieder? Vielleicht muss ich das jetzt so mit vollen Rums vernichten. Super sinnvoll.
Ich verstehe nicht, für was. Die müssen für irgendwas gut sein. Ah! Ah! Ey. Also Leute, wie gesagt, es ist wirklich 1 zu 1 Portal geklaut. Aber das ist echt vollkommen okay. Weil die. Weil Portal ist halt einfach awesome. Und genauso ist es auch. Es sind sogar dieselben Farben mit Orange und Blau, Mann. Aber es funktioniert und es macht Sau und Laune. So. Okay, bis genau zu diesem Zeitpunkt, wo ein gigantischer Koloss auf mich zukam. Der da oben ein Portal auf seinem Kopf. Nein, nein, nein. Ach, Spiel, ich hab's doch. Sick! Sehr schön. Was? Och, komm, Junge. Ja, genau. Nein. Alter, ich bin doch auf ihm drauf. Ich bin eins. Ich bin wirklich auf ihm drauf. Alter! Ich schaff's nicht. So, jetzt, Mann. Okay, nice Idee, Mann. Von einem Bossfight hier, dass ich das auch so mit den Portalen hier kombinieren muss. Das ist ja nervig von der Aufführung, weil er ist ein bisschen zu agil, aber er sollte nicht recht machen. Von wegen wegen. Danke. Es ist halt, Alter, es ist halt so richtig geil, Mann. Jeder Boss macht mir inzwischen so viel Schaden. Leute, habt ihr gesehen, Mann, der trifft mich mit einem Hieb, Mann, einen Lebensbalken weg. Dann trifft er mich nochmal, weil ich bin ja in seinem Combo drin. Zieht er mir zwei Lebensbalken ab. So, Schrottding. Und damit sollte ein Teil von Azeroths Kraft wieder erweckt sein. Das ist doch schön. Ach, und ach, die muss ich jetzt. Ah, die muss ich jetzt zurückbringen, oder? Die Kraft wartet. Und zwar genau so. Bam. Okay, Leute, bevor wir jetzt weitermachen, würde ich sagen, machen wir erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Let's Play Darksiders Warmaster. Und wir schauen mal, wo uns dann unser Weg als nächstes hinführt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.